Frau Merkel, ich hoffe, ich störe Sie nicht. Ich bin gerade in der Anstalt. Ja, es ist bedauerlich. Ach so, nein, die Anstalt im ZDF. Eine Satiresendung mit diesem Max Uthoff, Klaus von Wagner und dann immer irgendwelchen Gästen. Eine sehr laute und intolerante Gruppe. Genau, ich wollte Sie nach Ihrer Meinung fragen. Man kann in dieser demokratischen Gesellschaft wirklich auch anders seine Kritik zum Ausdruck bringen. Satire ist doch aber nicht die schlechteste aller Ausdrucksformen, oder? Doch. Ist das vielleicht eine Reaktion auf die Merkel-Parodien in der Sendung? Das war eine Darstellung. Ja, Klaus von Wagner hat sie da öfter mal gespielt. Schauen Sie mal, ich zeige Ihnen ein Beispiel. Ich gebe euch Weihnachten, dafür kriegt ihr Silvester. Ja, es war wie so eine kleine, wie so ein kleiner Schlag in die Magengrube, muss ich ganz ehrlich sagen. Können Sie sich diese starke Empfindung erklären? Da habe ich natürlich irgendwo mich, ja, also entkernt gefühlt. Sehen Sie sich darin so getroffen? Alles, was mich ausmacht. Das war mir ja gar nicht bewusst, was das in Ihnen ausgelöst hat. Richtig, Existenzängste. Dann sollten wir das auch mal in der Therapie thematisieren. Naja, es ist ja nicht so, dass ich nie darüber gesprochen habe. Muss mir entgangen sein. Interessant. Ist aber notiert. Ich danke Ihnen fürs Erste. Ich würde gerne noch ein paar andere Leute anrufen, die noch aktiv sind in der Politik. Deren Bundeskanzlerin bin ich. Auch darüber reden wir dann. Danke, Frau Merkel. So, hallo Herr Scholz, wie geht's? Nichts wird besser. Also genau wie letztes Mal? Genau so. Okay, ganz kurze Frage. Was halten Sie von regierungskritischer Satire? Wir kommen auch mit Gegenwind zurecht. Na gut, etwas konkreter. Die Leute von der Anstalt befürchten, dass ihre Arbeit in der Politik nicht mal wahrgenommen wird. Und da ist etwas dran. Na, vielleicht holen Sie sich ja mal brauchbare Impulse aus dieser Sendung. Die soll gar nicht so schlecht sein fürs ZDF. Sagen mir gerade auch viele Ältere. Ah ja. Nehmen Sie eigentlich weiterhin das Mittel gegen Lethargie, das ich Ihnen verschrieben habe? Das wirkt. Wir sprechen nächste Woche mal über die Dosis, ja? Danke. Tschüss, Herr Scholz. Herzlichen Dank. Guten Abend, Herr Habeck. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Doch. Dann ganz schnell. Ich rufe Sie aus dem ZDF an. Haben Sie schon mal die Anstalt gesehen? Immer wieder. Und haben Sie eine Empfindung dazu? Ja, auch ein bisschen egal, ne? Genau das befürchten die Leute hier, dass ihre Arbeit der Politik egal ist. Aber Sie haben völlig recht. Ja, ich weiß nur nicht, ob Sie diese Rückmeldung verkraften. Nicht schönreden, ja? Nein, die wirken nur ohnehin schon etwas labil. Überraschung. Haben Sie denn wenigstens eine Anregung, die ich weitergeben kann? In der Umsetzung besser werden. Das ist auch Ihr eigenes Motto in der Regierung, stimmt's? Kein Erfolgsgeheimnis. Naja, trotzdem danke. Ich probiere es mal beim Merz. Namens Herr Merz, haben Sie einen Kommentar zur Anstalt? Hat in Deutschland nichts zu suchen. Oha, woher kommt diese Ablehnungshaltung? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir machen hier jetzt nämlich TV Neues Normal und zeigen dieses Land so vielfältig, wie es ist. Ja, Sie werden da häufiger parodiert. Und? Muss gestoppt werden. Wieso? Glauben Sie, da besteht Verwechslungsgefahr? Ohne Zweifel. Na, das kommt Ihnen zwar nahe, aber dass das solche Ängste in Ihnen auslöst? Wir haben Diskussionen vermieden um dieses Thema. Dann sprechen wir in der nächsten Sitzung darüber, ja? Ich warte darauf. Ich schicke Ihnen einen Termin. So, wer könnte sich denn am ehesten in zweifelnde Satiriker hineinversetzen? Der Lindner? Nee, Satiriker verdienen zu wenig. Oh, der wird's verstehen. Herr Aiwanger, wann kommen Sie eigentlich mal wieder zu mir in die Therapie? Hilft ja nichts. Ja, bei manchen wirklich nicht. Aber vielleicht hilft's den Leuten in der Anstalt. Ich bin hier gerade im ZDF. Gehen Sie nächstes Mal woanders hin? Gut, nun wurde ich hier zur psychologischen Supervision gebucht. Dann machen die das freiwillig. Nehme ich an, ja. Was wollen die denn überhaupt? Sich reflektieren, den Sinn und das Wirken von Satire hinterfragen. Und? Tja, darum rufe ich Sie an. Was halten Sie von politischer Satire? Ist doch keine Perspektive. Aber was sollten die Ihrer Meinung nach stattdessen machen? Zu Hause bleiben und heulen. Depression also noch verstärken. Oder ich mache noch einen krassen Vorschlag. Ja? Sie kennen vielleicht dieses Bild, kenne nur aus der Jugendzeit oder von der Schule. Oh, ich weiß nicht, ob Sie ausgerechnet aus Ihrer Schulzeit Tipps ableiten sollten. Dann mache ich's nicht. Oh, da klopft's auch schon wieder. Ich lasse mir schon was einfallen. Danke, Herr Aiwanger. Herr von Wagner! Wir haben was vergessen. Was denn? Na, das Abo und die Glocke. Was? Dann war das hier alles ganz umsonst? Ich fürchte ja. Aber vielleicht wissen unsere Zuschauer ja auch selbst, wo sie abonnieren können. Man, dass sie jetzt noch zwei weitere Videos gucken können. Stimmt. Unsere Zuschauer sind ja sehr klug.